Herzlich willkommen und zurück bei Portal 2 im Level 3. Wir werden langsam ein Team mit dem Onkel. Genau, Hallöchen, und jetzt wird's tödlich, sagte die Frau am Telefon. Ja, ja, tödlich. So. Zumindest für den einen von uns. Okay, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine. Ein Laserstrahl? Hier so eine Röhre mit Licht. Mit wieder. Oh, was passiert da? Jetzt haben sich die Wand bewegt sich. Ja. Muss ich das vielleicht hier so reinstellen? Ach, damit kannst du hier lenken, okay. Ach, na eben. Ja, wo denke ich das hin? Ach, warte mal, da brauchen wir bestimmt hier wieder. Also hier kommt es jetzt bei dir raus, ne? Dann muss es dann da rein. Genau. Und da wieder raus. So, jetzt probieren wir. Sauber. Wunderbar. Super. Oh, wir sind ein Dreamteam. Ja. Natürlich. Oh. Immer erstmal Knöpfchen drücken. Passiert nichts. Gut. Das ist hier eine Gesichtsplattform. Oh, guck mal, da drüben sind Geschütze. Ach, die muss man wahrscheinlich kaputt machen damit. Was soll das? Monster. Die gehören zu uns. Monster. Ein Scherz. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Guck mal, sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Ah, alles klar. Ich muss das, warte, ich stelle das mal so hin, dann ist das gleich richtig. So. Ach, jetzt ist hier. Halt! Was machst du denn? Was war denn jetzt? Was? Hast du jetzt gemacht? Nix, nix. Ja, du willst wieder den Ruhm für dich, du Sack. Was? Ich mach gar nichts. Ich hab gar nichts gemacht. So, jetzt musst du hier. Pass auf. Jetzt musst du hier einen Eingang machen. Mach du doch. Nee, geht nicht. Also, ich hab ja meinen schon an. Und, Achso, gar nichts. Gut, ich dachte schon. Jetzt hat der sich wieder. Die Bekanntgabe in den Duella-Ergebnissen würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Irgendwie bitte weiter zur nächsten Testkammer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen. Na toll, du machst ja auch irgendwas, was wir da streiten sollen. Bei den Ansagen, weil ich glaube, für uns beide sieht es gut aus, nicht nur für einen. Obwohl du dich jetzt gerade mit Ruhm bekleckert hast, obwohl es meine Idee war. Entschuldigung, das war doch keine Absicht. Ich drücke so gerne rote Knöpfchen. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Was? Gewinnt da auch jemand, oder? Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Okay, also können wir uns jetzt hier immer so abstimmen, wer was macht, okay? Okay. So, das würde ich aber auch sagen, das lassen wir schön mit einem Teil des Spiels werden. Dass wenn wir jetzt hier irgendwas Schweres haben und wir trauen uns nicht, dann dass das immer der macht, der verliert oder so. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Warte mal, jetzt haben wir hier einen Pfeil nach rechts. Und der macht's nach oben. Okay, da hinten ist so ein Laserdings da wieder. Ach, weißt du was? Ich steuere dich damit. Oder? Das ist ein Labyrinth, dass du an diesen Block kommst. Okay, ich bin jetzt hier unten, aber da ist auch nichts. Doch, guck mal, du musst da oben hin. Da. Ein Löcher an der Wand. Wenn du hier guckst, ich habe hier Löcher an der Wand. Musst du Tabulator drücken, das siehst du meine Ansicht. Ja. Aber da kommst du nicht raus oder so. Oh Gott, fahr wieder hoch. Guck. Ach, da oben, genau. Da oben. So, aber jetzt würde ich schon sagen, wer geht rein und wer steuert? Ja. Oder? Jetzt machen wir gleich mal das Spiel. Okay. Wer gewinnt, steuert, oder? Genau. Okay, du steuerst. Na gut, dann
Guck mal, ich denke mal, dass du hier irgendwie hier im Portal rein. Nee, ich bin doch schon drüben. Was? Ich bin schon drüben. Toll. Du musst mal gucken, wo ich jetzt lang muss. Du musst mich auch leiten. Nee. Okay. Du musst. Genau, so. Lauf du mal weiter. Ich fahr das jetzt runter, lauf weiter. Genau. Oh, Dankeschön. Hast du gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Dafür erhältst du 17 Kollaborationspunkte. Du Drecksack, du! Boah, du Drecksack! Das gibt's gar nicht! Hab ich dich kaputt gemacht, Entschuldigung. Das war jetzt keine Absicht. Wie hab ich das Gefühl, das war's! Okay, ich geh nochmal rüber. Achso, nee, du musst erstmal laufen. Genau. So. Oh, oh, jetzt kann. Okay, lauf mal jetzt weiter, bleib am besten stehen. Das ist nicht besser, wenn ich ganz rüber laufe. Na gut. Ich will nur was kurz. Ich will nur was testen kurz. Bleib bloß stehen. Ich glaube, ich muss hochfahren, oder? Lass mich hochfahren, oder? Alter. Machst du dir da oben ein Portal oder sowas? Bis du da wieder rauskommst. Achso, hab ich. Bleib mal kurz stehen. Alles klar. Achso, du meinst hier ein Portal machen das mit dem. Okay. So, okay. Ich fahr das runter. Geh rauf. Okay, ich hab ihn. Ja, ich fahr wieder runter. Ja, bin da. Hallo! Okay, Alter! Ja, da bin ich erst mal eiskalt getötet. Der wo erste denn überhaupt Kill. Hinleiten? Und zwar da. Sicher? Ach doch, 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 ja. Cool. Okay, cool. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Ja, ja. Auf jeden Fall du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Aha. Büße ich denn ständig irgendwas ein? Der Bruder ist. Blue bin ich. Achso, Blue. Kann ja wohl nicht wahr sein. Warum habe ich hier jetzt das eingebüßt? Ich bin erquetscht worden. Ich wiederhole, dies ist kein Wettbewerb. Aber nein, wenn es das nicht wäre, dann würde Blue gewinnen. Ist aber keiner. Aber halt jetzt bist die Alte, die macht ja nicht. Was? Komm her. Stück, Stück, Stück. Na warum? Weißt du doch gar nicht, was wir machen müssen. Ich will gewinnen. So, also hier fällt ein Stein runter. Ja, den hast du mal wieder aufgelöst. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte. Okay. So, was habe ich jetzt damit gemacht? Fahrstuhl oder sowas da hinten. Links. Und damit? Ah, hier, Onkel, du musst hier erst. Okay, wer will leiden oder wer, willst du glauben? Komm, diesmal läufst du. Komm, diesmal lauf nicht. Ich will sterben. Du weißt, das geht von alleine wieder runter, ne? Also, das fährt auch mal hin und her. So, warte. Oh, tust dir weh? Tust dir weh? Aua! Du musst rüber auf die Plattform, ne? Hallo? Oder so. Achso! Warte! Warte. Ich komm nicht, nein. Kein Ding. Genau, fahr mich jetzt mal richtig hoch und dann. Ich hab Angst. Okay, und jetzt? Ja, ich bin drüben. Ja, cool. Auf da. Ja, du musst doch jetzt noch ein Portal hinsetzen irgendwo, oder? Ja. Eigentlich schon. Aber wo hätte ich das hinsetzen sollen?
kurz. Meinst du, ob du schnell genug wärst da hinten, wenn du dieses Ding hochfährst? Dann kann ich dir nämlich hier vorne direkt einen Ausgang setzen. Was meinst du jetzt, so schnell wär? Moment, ich zeig das. Das fährst du jetzt hoch, komplett. Ja, bis zum Gittermeer, dann rennst du schnell rum und springst da, Aber ich muss ja dann auch das hier machen. Achso, warte mal, ja, okay, ich probier's mal. Nee, du musst hier da drüben, Ich brauche ja beides. Nee, du musst hier erstmal hochfahren, die Zinken hier. Ja, ich weiß, aber ich brauche trotzdem beides. Warum? Na, weil ich ja dort, weil das ja, du hast es ja auf Halbmast gemacht, da komme ich ja nicht rein. Ach doch, passt schon, Onkel. Mach mal die Zinken hoch. Dann siehst du, was ich meine. Genau. Ich bin da. Als unparteiischer Beobachter des Ganzen wäre es unfair, mein bevorzugtes Mitglied eures Teams zu benennen. Ich könnte aber einen Hinweis geben. Das weniger bevorzugte Mitglied würde ihn wahrscheinlich eh nicht verstehen. Reimt sich auf Schuh. Orange, du machst dich sehr gut. Reimt sich auf Schuh? Blue, ja, ich. Schuh Blue. Oh Mann, ey, geil. Versucht uns beide zu verwirren hier. Aber nur so ein bisschen. Aber es ist ja kein Wettbewerb, du weißt ja, ne? Ja, Blue, du bist besser. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Wow. Der nächste Test ist so gänzlich anders. Ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. Okay. Hier geht's nirgendwo hin. Ah, okay, ich komme. Ey! Du Sack! Was? Du hättest mich jetzt wenigstens mit reinkommen lassen können. Na, wo bist denn du? Ach. Ich bin ja nur am Rumgucken. Ich hab noch keine Ahnung. Aber ich denke mal, das brauchen wir, oder? Hast du's? Hat er was eingesammelt? Was? Nee, hab ich eingesammelt. Oh, F. Was? F für Counter drin. Ah! Da ist irgendein zweiter Schalter. Okay. Und wir müssen die gleichzeitig bestimmt drücken. Meinst du? Heißt, du müsstest jetzt irgendwie... Was steht denn hier? Don't not trust here. Okay. Und ach, hier ist er. Guck mal, hier ist er. Ach, genau. Den müssen wir uns bestimmt gleichzeitig. Warte, ich mache einen Countdown. Ne, wie ging das jetzt? Wie ging jetzt der Countdown, verdammt? Indem du, irgendwie funktioniert meine Steuerung nicht richtig. Ach, mit F. Warte. Ich setze jetzt den Countdown und dann machen wir das zu dritt, okay? Dann machen wir das gleichzeitig. Auf 0, ne? Oder so. Jetzt? Das war definitiv nicht gleichzeitig. Das Problem ist, dass ich Probleme habe mit dieser Konsolensteuerung. Du brauchst bloß E zu drücken. Ich setze jetzt einen Countdown und du drückst dann einfach bloß E, wenn es soweit ist. Wenn der Countdown runter ist. Achso. Ja, warte mal. Warte mal, ich muss mal gucken, wie es jetzt nochmal ging. So. Okay, Countdown läuft auf 0, ne? Jo. Ja, sag ich doch. Super. Okay. Also wieder auf Go, ne? Warte. Jo. Ne! Wo bist du? Ich bin wieder da am Anfang.
Okay, es gibt ja aber noch einen Schalter, da kannst du dann einfach... Aber es ist hier gar nichts. Gut, ich kann das ja auch alleine machen. Nee, kannst du nicht. Wir müssen gleichzeitig drücken, aber hier ist nichts. Warte mal wieder. Was machst du? Ach, nur hier. Ich hätte mir ein Portal machen können. Was hier drin ist, nichts. Weißt du, was man hätte machen können? Man kommt gar nicht zu zweit durch. Man hätte hier draußen ein Portal machen müssen. Also du zumindest. Und hättest ja da drin noch eins durchgekommen. Da war da was. Ah. Geh nochmal her. Ich hab hier jetzt was. Ich glaube, die musst du mir geben, oder? Ich habe hier nämlich einen CD-Player. Okay, warte mal, kann ich das hier rein? Konntest du gerade durchgeben hier? Wie? Durch die Tür war die so gerade. Nee, das scheint nicht zu funktionieren. Nee. Okay, pass auf, wir machen nochmal gleichzeitig auf, dann schnapp ich das Ding und dann... So, ich mach einen Countdown, warte, upsala. Guten Tag. Hallo. So, jetzt packst du da rein. Boah, es ist... Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. O1 noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens für einen Mangel. Alter, ist die brutal. Wahnsinn. Okay, wir wurden zerfetzt. Nero Spielstube. Ihr Forschungspartner. Upsala. Wow. Was wenn das so bleibt? Die Remontageeinheit muss ein Problem haben. Machen wir einige Tests und schauen mal. Okay, das sieht man doch gleich, was los ist. Können wir mal gucken, ob ich hier irgendwas öffnen kann. Hier ist es da hinten auch offen. Nee. Ich laufe da einfach mal durch. Ja, wir sind durch das Portal gelaufen. Nur auf der anderen Seite. Wo bist du? Ich bin hier drüben, hier drin in dem Raum. Geht die Tür drüben auf? Ja. Okay, ich hab jetzt hier. Wählen Sie den Abschnitt und begeben Sie sich in die Demontagekammer. Genau, jetzt kommst du zu mir, gehst durch dein Portal. In welchen Abschnitt bist du? Zwei. Masse und Geschwindigkeit. Gib mal da drüben in dein Portal rein. Ach so, ja, okay. Jetzt kommen wir zu der nächsten. Ah, okay. Aber das passt ja dann, weil wir wieder zusammengesetzt worden sind. Ist dieser Part schon wieder vorbei. Echt? Jetzt war schon wieder drauf? Ajo. Das ist aber doof. Ich wollte aber, bevor wir uns das auseinandernehmen lassen, machen. Weil ansonsten haben wir immer dieses Gequatsche noch vom letzten Part. Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Ja. Sie mussten nichts weiter tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen. Woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. Da ihr zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Was machst du denn? Wo bleibst du dich hier, wenn wir den Part beenden sollen? Nee, komm, wir machen den Part noch fertig und dann, dieses Level noch fertig und dann machen wir den Part Ende. Okay. Weil du hast recht, das stimmt schon, diese Quassel da. Ach so. Weiß es nicht. Ich hab gedacht, dass hier vielleicht was weitergeht. Warte mal.
Hier ist auch noch eine Wand. Ja, genau, hier unten ist auch noch eine Wand. Was bringt das? Ach, Massengeschwindigkeit, genau. Ah, ja. Wir müssen hier reinspringen. Wir müssen automatisch dann hier weiterfallen. Das heißt, du musst hier drüben einen Ausgang hinmachen, hier oben. Genau. Ist das einfach so? Yes. Ah, siehst du? Du musst mir da unten noch irgendwo einen Eingang hinsetzen. Hier daneben. Ah, ist das zu meinen weggemacht. Ja, guck mal, Onkel. Wir müssen hier starten. Ach so, mach nochmal den. Mach nochmal hin. Genau, jetzt hab ich's auch raus. Genau. Ja, jetzt gehen wir erstmal da rein. So. Und jetzt kann man nämlich da oben. Können wir jetzt durch mein Portal. Und jetzt haben wir den Schwung. Yay, siehst du? Yay, yeah, geil. Ja, du hättest auch mal mit hochkommen müssen. So, geh doch mal hoch zu dir. So, jetzt spring runter. Warte, Ronimo. Guten Tag. Ach Gott, ist das cool. Gott, ist das geniale Spiel. So, aber ich würde sagen, kommen wir mal in den nächsten Raum weitergehen. Machen wir ja. Komm. Machen wir hier Cut? Ah, komm. Okay. Okay, alles klar. So, vielen Dank fürs Einschalten. Schaut gerne bei Onkel vorbei. Unten in der Videobeschreibung. Ursprünglich erfassten diese Kameras Momente höllischer Schmerzen halt und Qualen von Testsubjekten. Ja, ja. Wenn die Testsubjekte überlebt haben, konnten sie die Fotos für $5 kaufen. Starben sie, erhielten ihre Angehörigen die Bilder kostenlos. Die Fotos waren nicht so beliebt, also erhielten die Kameras einen neuen Zweck. Jo, alles klar. Vielen Dank fürs Einschalten mit diesen doch so tollen Worten. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao. Tschüss.